Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren MKU-News-Folge. Wir nähern uns langsam dem Ende der Divi, der Divis, beziehungsweise der Season. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir gleich mal an mit Divi 3. WC Gold gewann das Verfolgermatch gegen Vertex knapp mit plus 16 und hat damit nun 5 Punkte Vorsprung vor Vertex und benötigt im nächsten Match, das heute Abend stattfindet, mindestens, also eine minus 20 Niederlage würde natürlich schon reichen. Dann wären sie, hätten sie 25 Punkte und Vertex, auch wenn sie beide Matches gewinnen würden, würden automatisch den zweiten Platz holen, da sie den direkten Vergleich gegen WEC klar verloren haben mit 2 Niederlagen. Aber das werden sie wahrscheinlich schon locker gewinnen heute, um das Ding mit einem Sieg klar zu machen. Andere Vorzeichen in Divi 7. Es wurde auch, so, das Ergebnis habe ich ja noch nicht durchgegeben. Mit 500 zu 484 gewann WC Gold. So, der Vollständigkeit halber. So, kommen wir zu Divi 7. Das Match in Week 9 fand statt. WC Silver gegen Team Game Central. Quatsch, Blödsinn. Gegen Galactic Gamers. WC Silver gewann mit 393 zu 303. Also relativ souverän mit plus 90. Und hat sich eine gute Ausgangsposition beschert. Und zwar, jetzt finden ja noch die beiden Matches gegen RK statt. Wenn man eins davon gewinnt, ist man uneinholbar vorne. Und das Match dann nächste Woche wäre dann quasi nur noch, ja, für die Statistiken könnte man sagen. Das wäre dann unwichtig. Vorausgesetzt, wie gesagt, man gewinnt heute Abend. Bei einem anderen Ergebnis wird es nochmal spannend nächste Woche. Aber ich denke mal, das sollte man packen heute Abend. Gut, das wäre es dann auch wieder gewesen. Macht's gut, bis dann und ciao.